Gaming und ja, wir befinden uns hier wieder in der Paladin und haben als nächstes Ziel, also als nächstes nächsten Blacklist-Anschlag den Blacklist-Angriff auf Amerikas Freiheit. Und dafür haben wir noch 4 Tage und 12 Stunden Zeit. Und ich gucke gerade mal, ob wir hier irgendwas stehen haben. Nö. Dann gucken wir doch mal ins SMI, was für eine Mission wir jetzt machen müssen. Hier, verlassene Mühle, London, UK. Ich würde sagen, ja, bevor wir hier noch sonst irgendwas machen, starten wir einfach mal die hier. Die Zielperson, Reza Nouri, ist ein bekannter Waffenschieber und Vermittler von Söldnern. Er beliefert alle, die sich seine Waren leisten können. Wir haben seine Dienste früher auch in Anspruch genommen, um gewisse Organisationen mit Material zu unterstützen. Nouri hat sich immer politische Neutralität bewahrt und war darauf bedacht, mit allen handeln zu können. Die Überwachung seiner Voice-over-IP-Adresse hat gezeigt, dass er seit 2 Jahren Geschäfte mit den Engineers macht. Diverse Zahlungseingänge auf seinen Auslandskonten bestätigen dies ebenfalls. Eindeutig Engineer-Aktivitäten. Wir glauben, dass Nouri nicht mehr vertrauenswürdig und jetzt ein Mitglied der Engineers ist. Er wird ohne Vorwarnung erschossen. Okay, ja, Reza Nouri war derjenige, der in dem vorherigen Teil war, das glaube ich. Ja, einfach in der vorherigen Mission, den wir da gefangen nehmen mussten und verhören mussten. Und den haben wir dann verwanzt. Und anscheinend hat sich herausgestellt, dass er zu den Engineers gehört und der jetzt erschossen werden soll. Okay, da haben wir noch nichts gemacht, also sehen wir da auch noch nichts. Hier, schleich in eine Ingenieurzelle und finde heraus, was Sadiq als nächstes plant. Ja, dann finden wir das doch mal heraus und starten das Briefing. Das Update von Vikost, das du wolltest. Danke. Wir müssen nicht so einen Aufstand machen, um Sadiq zu finden, wenn du mir erlauben würdest, das MI5 zu hacken. Das gäbe einen internationalen Zwischenfall und du verrottest im Belmarsh-Gefängnis. Wenn man mich erwischt. Was ist jetzt schon wieder? Wir verfolgen die Ausweisnummern, die du von Nouri bekommen hast. Netzwerkanalysen, Reisebewegungen, Finanztransaktionen. Todlangweiliges Zeug. Sagt mir einfach, was ihr habt. Gar nichts. Womit bewiesen wäre, dass ich wertvolle Arbeitszeit mit Datengewinnungsroutinen vergeude? Ach du Scheiße. Die Engineers sind in London. Vergeudung, ja? Gute Arbeit, Grimm. Wir haben alle eine Verbindung zu Sadiq. Und untereinander. Ach du Scheiße. War eine. Sie wurde aktiviert. Was machen wir jetzt? Ausschalten, würde ich sagen. Wir starten natürlich die Mission. Was denn sonst? Uns bleibt nur eine Möglichkeit. Wir hacken MI5, mal sehen, was sie wissen. Vergiss es, Charlie. Können wir nicht riskieren, er gehörte zum britischen Geheimdienst. Wer weiß, vielleicht hat er da Freunde. Wir würden sie alarmieren und die wären im Nu verschwunden. Die verstecken sich wohl in der verlassenen Mühle. Ist direkt am Wasser. Mehrere Positionen für Scharfschützen. Ich erstelle einen Plan. Charlie, du wirst ihr helfen. Riggs. Bei der Arbeit. Wir haben eine Mission. Ich will dich dabei haben. Auf dem Weg. Okay. Ich weiß gerade, mal interessieren, Enge wo der Gänge gerade war. Die abgewrackten Gebäude erfordern Aufklärung. Nimm den Trikopter mit, dann ersparst du dir ein paar Hinterhalte. Okay, gucken wir doch mal, ob wir da irgendwas empfohlen bekommen. Außerdem Trikopter, Nährungsminen, okay. So, können wir den Trikopter noch ausrüsten mit Offensivmaßnahmen? Tödlichen Selbstzerstörungssprengladung. Ach komm, kaufen wir uns das mal. Und kaufen wir uns das da auch noch. So. Dann haben wir den wenigstens mal aufgemotzt. Dann gucken wir doch mal hier. Sekundärwaffe. Haben wir unser Snipergewehr dabei.
Pistole. Hä, hätte ich da nicht noch mehr drauf geklatscht? Oh, was ist das für eine Waffe? Die ist aber schlechter wie die Dingens, ne? Ich glaube, die ist sogar die beste Waffe. Okay, ja gut, einmal das ausgerüstet. Ist zwar bloß ein bisschen doof, dass man da gerade nichts sieht. Honey Badger. Wir bleiben aber bei unserem Scharfschützengewehr hier. Elite-Zielfernrohr. Nee, jetzt lass ich mal weg. Oder? Ah ne, komm, hau mal drauf. So. Gut, dann sind wir soweit ausgerüstet, oder? Fehlt uns da noch was? Spezialwaffe, Armbrust. Kann man den entfernen? Leider nicht. So, Erfolg freigeschaltet. Ausgang zur upgradeten Ausrüstung. So, Schlafgas hauen wir da rein. Nix Geräuschemitter. Das, obwohl Geräuschemitter. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Ist vielleicht gut. Okay, so, bevor wir jetzt hier weiter herumlabern, hier beenden wir Mission starten. Ich hoffe, wir haben jetzt nichts vergessen. Und haben alles dabei. Ganz heiß ins Wasser geschickt. Bestätigt. Gehe zur Position Bravo. Okay, jetzt sind wir mit der Steuerung vertraut. Man, da oben ist ein Scharfschütze. Alt, genau. So, da ist einer. Da ist noch ein Hund. Nähere mich der Höhle. Die Personen, die Nuris gestohlene Pässe benutzt haben, sind da drin. Oh, da unten nicht gesehen. Ich versuche mal wieder nicht tödlich. Sam, am Boden ist eine Menge los. Du solltest es über das Dach versuchen. Ja, ist ja gut. Nee, weißt du, was wir probieren? Hier. Schlafgas. Wenn ich das da oben mache, dann sieht er mich wahrscheinlich, ne? So, zack, zack, zack. Da hin, da hin. Sniper One hier. Besser geht's mehr. So. Ich weiß nicht, ob da oben noch einer sitzt. Ich glaub's nicht.
So, gucken wir nochmal hier oben. So, ist da jemand einer? Nein, gut. Da laufen wir doch mal weiter vor. Zack, zack, zack. Da unten schief. Ja, das ist auf jeden Fall weg. Was hat denn hier für eine Waffe? Schalter kann. So, dann müssen wir wahrscheinlich hier hoch. Und dann da hoch. Wo wir jetzt sind? Hier hoch? Ja. Okay, sieht immer interessant aus, wo wir hier sind. Sieht man da Gegner? Kannst du mich sehen? Und ab. Habe Position Bravo erreicht. Da kommt ein LKW raus. Anscheinend transportieren die irgendwas. Verstanden. Sam, 12 Uhr. Alles okay? Guter Schuss. Danke. Wow. Da wären wir fast vom Dach gefallen. Gewitter ist ein bisschen störend. Oh, 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 oh. Der ist jetzt auf jeden Fall tot. Wenn er nicht vorher schon tot war. Hey, da war doch gerade noch eine Scharfschütze. Oh ja. Da läuft er doch. Wie sieht man von diesem schlecht? Jetzt habe ich ihn. Ist auch noch eine. Das ist aber so, bevor uns hier eine stört. Irgendwo hoch. Michael,
jetzt steht der andere auch noch da hinten, oder was? Der Typ kommt bestimmt wieder hierher. Oh Lord. Das hatte ich eigentlich nicht vorgehabt. Okay, also drei Leute sehe ich hier, ne? Mehr kann ich nicht markieren. Oh, da hinten ist London Eye. Oder? Ne, Millennium Eye heißt da so. Millennium Eye. Ja, das war auch schon mal in London. Also ich bin da auch schon dran vorbeigefahren. Und ja, ist ziemlich groß. Okay, da kommt der Typ. Gleich mal und dann ist er weg und dann ist er weg. Sieht alles okay aus, hätte ich jetzt auch gesagt. Also, dass der eine Typ gerade tot ist, beziehungsweise bewusstlos. So, dann huschen wir doch mal, wo huschen wir hin? Mal darüber. Darüber. Dann warten wir erstmal. Halt, nee, so, falsche Taste. Was brauchen wir denn hier? Schlafgas. Sobald die nämlich wieder beide da oben, hier oben drin sind, genau da, hol ich mir die nämlich mit Schlafgas. Oh, war da oben gerade was? Komm, guck mal, woanders hin. Das wird sonst eine lange Folge. Nee, 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 nee. Ohoho. Ja, wo ist denn... Wo ist denn der andere hin? Oh, noch zwei. Oh, oh, da ist er. So, kommt jetzt hier rüber. Dann kann ich euch beide wegsnacken und dann kann ich hier weitermachen. Oh mein Gott, ey, was macht denn der da hinten? Ich sehe den ja nicht. Ach komm, scheiß drauf. Okay, jetzt sind beide weg. Gut. Da kommt jetzt keiner.
Das ist auf jeden Fall tot, da hinten ist noch ein Scharfschütze. So. Lol. Oh, Glück gehabt. Komm, der war ja. Komm irgendwie aus dem Nichts raus. Ziehst in die falsche Richtung. Meine hat mich gerade erschreckt. Da habe ich echt nicht mitgerechnet, dass der da kommt. So, aber bevor wir hier weitermachen, ja, bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Let's Play Splinter Cell Blacklist mit mir, dem Chris. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, lasst einen Daumen hoch da. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch vielleicht etwas Kritik üben würdet, also wenn ihr sagt, was vielleicht noch, was euch vielleicht noch nicht ganz so gut gefällt, was ich noch besser machen kann und so weiter und so fort. Ihr könnt auch auf unsere Facebook-Seite gehen, da steht auch immer alles zu den Videos und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!